Hallo und herzlich willkommen zu Camper Nation TV. Mein Name ist Björn und ich habe heute wieder einen Tippclip für dich in unter 3 Minuten 33. Los geht's! Ja, heute geht's um ein Thema, das betrifft euch alle, denn wenn ihr ein Wohnmobil abholt, dann habt ihr alle so ein Ding, so eine Riesenmappe voll mit Anleitungen in eurem Wohnmobil irgendwo versteckt. Irgendwann werdet ihr das finden und dann werdet ihr erstmal Folgendes machen: Ihr setzt euch schön hin und studiert die erstmal und guckt euch an, was euer Wohnmobil überhaupt kann und wie man es so bedient. Und das ist schon alles ganz sinnvoll und ja, das fängt an hier, wir haben ja einen Detlefs, da ist eine riesen Bedienungsanleitung dabei, extra von Detlefs. Dann ist hier eine ganze Mappe dabei von Fiat, weil wir ja einen Fiat Ducato haben, wie wenn man ein ganz normales Auto kauft halt. Ne? Auch mit Bedienungsanleitung und Garantieheft. Und dann haben wir noch jede Menge andere Anleitungen hier drin, für die Heizung, Truma und hast du nicht gesehen. Hier sind noch ganze Kataloge drin, Kühlschrank von Tedford und Dometic, Kochfeld und etc. Ja, also ein Haufen Unterlagen, die man dabei hat. Und ganz ehrlich, wir leben 2022. Das musst du nicht mit dir mitschleppen. Du solltest es immer dabei haben, ja, weil du jederzeit irgendwas nachgucken willst. Aber das geht heutzutage auch anders, ja. Und das müsst ihr nicht in Papierform mit euch rumschleppen. Das hier sind alleine für dieses Wohnmobil 5 Kilo. Und das sind 5 Kilo, die jeder von euch sparen kann, weil ich bin mir sicher, dass das bei euch ein ähnlicher Umfang ist an Unterlagen. Und ja, ganz einfach, geht einfach hin. Ist zugegeben eine Stunde Arbeit. Tedford zum Beispiel, geht auf die Webseite und ladet euch einfach die Bedienungsanleitung als PDF runter. Und haut euch das Zeug in die Cloud, ja, iCloud, Dropbox, was auch immer. Und da habt ihr es immer in der Hosentasche dabei, immer griffbereit. Ja, müsst ihr auch nicht irgendwie rumwühlen im Wohnmobil und suchen, wo die Mappe ist. Und es wiegt keinen Gramm. Ja. Und so kann jeder von euch 5 Kilo ungefähr in seinem Wohnmobil oder Wohnwagen und Campervan sparen. Ja, und das sind alles Unterlagen, die müsst ihr nicht im Original dabei haben. Ja? Ich meine, dann nehmt ihr natürlich das für die Gasprüfung und sowas, diesen gelben Schein und sowas, den solltet ihr rausnehmen. Ja? Und auch das, die COC-Papiere für euer Fahrzeug, die solltet ihr immer im Original im Papier mitführen. Aber ganz ehrlich, die Anleitung für den Kühlschrank, no, brauche ich nicht. Alles klar. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich habe die Zeit eingehalten, bin ich froh. Und ja, falls ihr es noch nicht gemacht habt, lasst bitte ein Abo da und einen Daumen. Und ja, wenn ihr andere Ideen habt, wie man das Gewicht in einem Wohnmobil reduzieren kann, dann schreibt es doch einfach in die Kommentare, würde mich interessieren. Und vielleicht ist es ja auch ein Video von mir demnächst. Alles klar, bis demnächst. Ciao.